Weiteres Länderderby im Österreich Cup. In der Vorarlberghalle duellierte sich die Lorenzlift VU Feldkirch vor 1840 Zuschauern mit dem ERC Brienzer Walz. Die Gastgeber zunächst, wie schon in den bisherigen Saisonbegegnungen, die spielbestimmende Mannschaft am Eis. Feldkirch erspielte sich zwar ein optisches Übergewicht, Tore konnten im ersten Abschnitt aber keine verbucht werden. Im Mitteldrittel kam dann auch der ERC Brienzer Walz besser ins Spiel. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde war einer der VU-Angriffe dann auch von Erfolg gekrönt. Preuß verwertete dieses Zuspiel von Lindner und brachte seine Mannschaft in Führung. Die VU nach diesem Treffer mit einer breiten Brust, der Druck auf das gegnerische Gehäuse wurde erhöht. Brienzer Waldkeeper Östland spielte aber eine Top-Partie und entschärfte zahlreiche Schüsse. 4 Minuten nach dem Führungstreffer war dann aber auch Östland machtlos. Bei diesem Gestochere vor dem Wäldertor war Lukas Draschkowitz zur Stelle und schob den Puck ins Gästetor. Die VU lag mit 2:0 in Front, bei diesem Spielstand ging es dann auch zum zweiten Mal in die Kabinen. Im Schlussabschnitt kontrollierten die Hausherren das Geschehen auf dem Eis. Der ERC Brienzer Walz versuchte zwar alles, spätestens bei VU-Keeper Bock war aber Endstation. Die VU ihrerseits kam ebenfalls zu weiteren Möglichkeiten. Die Montfortstädter suchten ihr Heil in schnellen Breaks. In dieser Szene spielte Novak quer, Meier scheiterte aber an Östlund. Kurz vor Schluss gingen die Gäste dann volles Risiko. Torhüter Östlund raus, 6. Feldspieler rein. Das Risiko zahlte sich aber nicht aus, Kocera schnappte sich die Scheibe und erzielte das Empty-Net-Goal zum 3:0 Endstand. Ja, dass wir die Kleinigkeiten richtig gemacht haben, dass wir die dummen Fehler nicht gemacht haben. Bei Bregenzer Wald und gegen Zell am See haben wir die Spiele selber verloren, aus eigener Dummheit, sage ich einmal. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, jetzt nehmen wir uns alle bei der Nase, geben wir Gas, und das haben wir heute richtig gemacht. Ich glaube, es hat jeder seinen Job richtig erledigt und deshalb haben wir die Spieler heute gut nach Hause gebracht. Ich muss sagen, eine super Leistung von der VU, dass sie da im Derby gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Das ist immer hart umkämpft. Der Zuschauer hat es gefallen, es war eine harte Partie. 3-0, was will man mehr in Feldkirch? Ich würde sagen, Pflichtsieg. Ja, eigentlich ist der Michi Lampert zu mir gekommen und hat gesagt, sie möchten einen Cup machen. Sie möchten dem Cup einem guten Zweck widmen. Wir schaffen seit ewigen Zeiten schon mit dem Sunnerhof zusammen. Der Thomas Lampert und sein Team, die machen einen super Job. Kümmern sich wirklich um die Leute mit Behinderung. Und ich finde, das gehört dazu, wenn man gesellschaftliche Verantwortung hat, die haben wir, dass wir uns da beteiligen. Und da haben wir gesagt, wir sind dabei, aber der Erlös muss dem Sonnenhof zugute kommen. Ja, der Sonnenhof ist ein Unternehmen der Lebenshilfe mit dem Ziel, Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung sinnvolle Beschäftigung und Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten. Mit dem Ziel, sie auf Arbeitsplätze am regulären Arbeitsmarkt unterzubringen. Und das Besondere im Sonnenhof ist, dass der Schwerpunkt in der Arbeit mit Tier und Natur liegt, wo der Personengruppe, wo wir begleiten dürfen, sehr zugutekommt. Wir betreiben eine relativ große Landwirtschaft, Gärtnerei, Tischlerei, Hofladen, Hofgastronomie, wo die Arbeitsbereiche sind, wo man unsere Leute da auf den Arbeits- oder auf die Arbeitsumwelt vorbereiten und begleiten können.